Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal unserer Kirchengemeinde. Heute begrüße ich Sie aus Künsebeck. Ich sitze hier an unserem schönen Holzkreuz vor dem Gemeindehaus. Und jeder und jede, der oder die in dieses Gemeindehaus geht, kommt an diesem Blumenkreuz vorbei. Leider sind das im Moment nur wenige Menschen, denn auch bei uns fallen die Gottesdienste und Veranstaltungen aus. Ja. Dunkle Wolken sind aufgezogen und trüben unsere Pläne und Vorhaben. Trotzdem, dieses Kreuz blüht, duftet wunderbar und es macht mich froh mit seinen bunten Farben, trotz der dunklen Wolken. Dunkle Wolken der Angst vor einem gefährlichen Virus, dunkle Wolken der Unsicherheit im Blick auf das, was vielleicht noch kommen mag. Wie fühlt es sich an? Wie wird es sich anfühlen, wenn wir in den nächsten Tagen noch weiter in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden? Wenn wir nicht mehr so nach draußen können, wie wir es gewohnt sind? Dieses Blumenkreuz weist auf Größeres hin. Das Kreuz ist ein zentrales Zentrum unseres christlichen Glaubens. Das Kreuz, an dem Kreuz hat Jesus großes Leid getragen, unerträgliche Schmerzen erduldet. Das Kreuz ist ein brutales Holz. Jesus ist daran gestorben. Und trotzdem schmücken wir es hier mit Blumen. Das Kreuz ist für alle, die an Jesus glauben, zum blühenden Lebensbaum geworden, zu einem Zeichen des Lebens. Dieses Blumenkreuz ist ein Zeichen dafür, dass uns nichts und niemand mehr von Gottes Liebe trennen kann. Jesus selbst hat einen Keim der Hoffnung in unser Leben gebracht. Und diese Hoffnung blüht heute und hier und auch in diesem Blumenkreuz. Es ist eine Kraft zu spüren, Gott überlässt die Welt nicht sich selber. Er hält sie und uns alle in seinen Händen. Das glaube ich, daran halte ich mich fest, auch wenn die dunklen Wolken kommen. Diese Blumen hier, in diesem Blumenkreuz, die machen es mir vor. Sie strecken sich der Sonne entgegen, sie verkriechen sich nicht. Und so gelingt es ihnen, mich froh zu machen. Ach, das wünsche ich mir auch, dass ich sie ein bisschen froh machen kann. Vielleicht heute mit diesem kleinen Videogruß aus Künsebeck.